Oh mein Gott, Freunde, heute verrate ich euch von allen 64 Brawlern die Bedeutung ihrer Namen. Also was bedeutet der Name von jedem einzelnen Brawler? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein ultra cooles Video, auch ein sehr interessantes Video. Denn es geht heute um die 64 Brawler-Namen. Die Frage ist nämlich eben, warum heißt zum Beispiel Shelly Shelly oder warum heißt Colt Colt? Tatsächlich ist es so, Leute, dass alle 64 Brawler aus einem bestimmten Grund so heißen, wie sie eben heißen. Und das ist ultra interessant, das mal auf jeden Fall zu hören. Wir starten rein mit Shelly. Shelly heißt so, weil sie Shells schießt. Also das bedeutet auf Englisch sowas wie Patronenhülsen. Danach wurde sie eben benannt, also von dem, was sie eben schießt. Wir kommen zu der Nita, Leute. Nita bedeutet tatsächlich aus dem Lateinischen übersetzt Bär. Und ja, danach wurde der Nita natürlich benannt, weil der Nita hat Bruce dabei. Bruce ist ein Bär, ist eigentlich relativ einfach. Wir kommen als nächstes zu Colt. Und zwar hat Colt ja so zwei Pistolen in der Hand und danach wurde er auch benannt. Denn wenn man eben Colt googelt, findet man ganz viele Bilder von Waffen, die eben Colt heißen. Genauso wie eben der Brawler auch, dementsprechend sein Name. Wir kommen als nächstes zu Bull. Bull hat ja so einen Nasenring am Start und im Prinzip ist Bull so benannt worden, weil er wie ein Bulle nach vorne prescht oder auch wie ein Bulldozer, das ist quasi so eine Art Bagger, einfach so mit seiner Ulti so alles wegschiebt. Danach wurde er eben benannt. Wir kommen zu Brock und bei Brock ist es relativ offensichtlich, Leute. Brock schießt eben Rockets, also Raketen und dementsprechend wurde einfach nur ein B davor gemacht, deswegen Rock, Brock, ganz einfach der Name tatsächlich. Auch nach seiner Attacke, wie eben zum Beispiel bei Shelly oder auch Colt, ne? Als nächstes haben wir El Primo. Das bedeutet vom Spanischen ins Deutsche übersetzt der Cousin. Und er ist eben der Cousin von Shelly und daher eben einfach sein Name. Auch bei Barley ist es relativ offensichtlich. Ihr wisst ja alle, dass Barley ein Barkeeper ist. Und Barkeeper bzw. auf Englisch auch Bartender heißt eben das Ganze. Und so wurde einfach dieses Bar genommen und dann noch Lee hinten dran gehängt, was sowas wie eine Verniedlichung ist, sowas wie, so eine Art Spitzname, also Bar Lee. Genau, das ist auf jeden Fall auch relativ einfach bei ihm erklärt. Kommen wir als nächstes zu Poco. Poco hat ja sehr viel mit Musik zu tun, wie ihr wisst, und sein Name kommt tatsächlich auch aus der Musik. Und zwar heißt Poco auf Italienisch ein bisschen. Und so, wird eben dieser Begriff angewendet, wenn man sagen möchte, okay, spielt nur ein bisschen, dass man die Lautstärke reduziert und die Geschwindigkeit zum Beispiel, also Poco sozusagen, genau. Kommen wir als nächstes zu Rosa und bei ihr ist es ziemlich offensichtlich, der Name kommt natürlich von der Rose, also von der, Dornenrose sozusagen. Und zwar hat ja Rosa eben auch an ihrem Boxhandschuh so Dornen und generell diese Wurzeln von der Rose im Prinzip mit diesen Stacheln. Und daher kommt auch einfach ihr Name im Prinzip einfach von Rose ist gleich Rosa. Als nächstes kommen wir zu Jessie. Bei Jessie ist es wirklich extrem schwer gewesen. Aber Leute, Jessie wurde nach der Person Jessie Junker benannt. Ihr seht auch schon eine gewisse Ähnlichkeit von der Haarfarbe her und so weiter. Und diese Jessie Junker war wohl oder ist eine Medizinerin, die eben sehr viel Menschen geholfen hat. Und vielleicht wurde Jessie eben auch danach benannt, weil sie eben mit ihren Turrets und mit ihren Baukünsten auch Menschen hilft. Also das ist auf jeden Fall irgendwie eine Theorie. Wir kommen als nächstes zu Dynamike und da ist natürlich extrem offensichtlich. Dynamike kommt von Dynamit, also weil er ja Dynamitstangen wirft. Also das ist so mit das Einfachste natürlich von allen Brawlern. Als nächstes kommen wir zu Tick, Leute. Auch hier ist es ziemlich einfach und zwar wirft Tick ja seinen Kopf und sein Kopf ist eine tickende Zeitbombe. Sozusagen. Deswegen Tick. Dann kommen wir als nächstes zu 8-Bit. Auch da ist es ziemlich, ziemlich einfach. 8-Bit bedeutet so viel wie Retro-Spiel. Also 8-Bit ist ja ein Spielautomat mit diesen alten Spielen sozusagen. Und von diesen 8-Bit-Games sozusagen, ne? Also die halt noch sehr verpixelt sind und die nennt man eben 8-Bit. Rico ist tatsächlich auch ziemlich einfach erklärt. Und zwar hieß der Brawler früher Ricochet. Und Ricochet bedeutet tatsächlich abspringen oder bouncen.
Das bedeutet also, ja, auch er wurde nach seiner Attacke benannt, wenn seine Bälle abspringen. Das heißt so viel wie Bounce oder auch Ricochet und dementsprechend seinen Brawler-Namen. Dann kommen wir zu Daryl. Und zwar ist Daryl nach dem Barrel benannt. Und das bedeutet so viel wie Fass, ne? Also weil er einfach ein Fass trägt, wurde er nach seiner Optik sozusagen hier einfach benannt. Kommen wir zu Penny. Auch hier ist es natürlich relativ einfach, Leute. Penny schießt ja mit ihrer Attacke so Münzen, die sich so aufsplitten. Und zwar sind Münzen ja auf Englisch eben Pennies. Und dementsprechend heißt sie natürlich auch Penny. Kommen wir als nächstes zu Karl, Leute. Karl heißt so, weil er in einem Kart sitzt. Also, ne, C-A-R-T. Da haben sie einfach nur Kart zu Karl umgewandelt, damit es eben ein normaler Name ist. Weil ihr wisst ja, er sitzt in so einer Art Minecart, ne? Kennt man ja auch aus Minecraft zum Beispiel. Kommen wir als nächstes zu Jackie. Und da ist es natürlich auch super einfach. Sie hat ja eine Attacke mit diesem Schlaghammer. Und was bedeutet dieser Schlagbohrer oder wie auch immer auf Englisch? Jackhammer. Seht ihr hier ja natürlich auch eingeblendet. Da sieht man sofort eine Ähnlichkeit, warum Jackie so heißt. Kommen wir als nächstes zu Gus, Leute. Gus heißt tatsächlich Gus, weil er einen Ghost sozusagen auf der Map ablegt. Also Ghost bedeutet ja übersetzt Geist. Und ihr wisst ja, mit seiner Attacke platziert er immer einen Geist. Und ja, dementsprechend haben sie einfach Ghost zu Gus umgewandelt. Bo ist auch extrem einfach erklärt, Leute. Und zwar schießt Bo mit einem Bogen. Und Bogen heißt auf Englisch Bow. Also einfach nur mit einem W am Ende. Sie haben also nur das W entfernt und haben so eben Bo als Begriff rausbekommen. Kommen wir zu Ems, Leute. Der Begriff Ems steht für elektromagnetischer Zombie tatsächlich. Also das ist wirklich eine Abkürzung sozusagen dafür. Oder auch auf Englisch Electromagnetic Zombie. Also im Prinzip einfach eine Abkürzung, weil sie ist ja ein Zombie und scheinbar elektromagnetisch ihre Attacke. Dementsprechend ihr Name. Kommen wir als nächstes zu Stu. Stu hat sogar gleich zwei Bedeutungen. Und zwar ist Stu die Abkürzung für Stunt. Also ein Stunt, den man macht sozusagen. Aber es ist auch eine Abkürzung für Star Park Testing Unit. Also sozusagen, ja, Star Park Testeinheit, ne, übersetzt sozusagen. Genau, also auch relativ einfach hier erklärt. Als nächstes haben wir Piper, Leute. Piper hat auch eine ganz, also eine ganz einfache Bedeutung. Und zwar einmal Sniper und Pie. Pie bedeutet so viel wie Kuchen. Und ja, eben Sniper, wisst ihr ja, eine Scharfschütze sozusagen. Ja, dementsprechend ihre Bedeutung. Weil ihr wisst ja alle, dass Piper eben Kuchen bzw. so Muffins backt. Hat sie auch schon in vielen Animationen eben getan. Kommen wir als nächstes zu Pam. Pam hieß ja früher Mama J, also Mama J. Und hier auch dieses J stand für dieses Junker, wie bei Jesse sozusagen ihr Nachname. Sie haben aber den Namen ja umgeändert nochmal zu Pam, um ihr so ein bisschen mehr ja, Charakter zu verleihen. Und Pam ist die Abkürzung für Pamela. Warum haben sie den Namen abgekürzt, Leute? Weil Pam auf Griechisch bedeutet sowas wie, ja, sie ist süß oder sie kümmert sich sozusagen, ne? Frank ist ganz einfach erklärt, Leute. Frank ist natürlich Frankenstein und ist einfach nur eine Abkürzung sozusagen dafür. Bei Bibi ist es, finde ich, auch extrem interessant, Leute. Und zwar kommt Bibi von Baseball. Und bei Baseball haben wir einmal zwei Bs. Und zwar, ja, wenn man B auf Englisch sagt, kommt man zu BB. Und da ist einfach ihr Name draus entstanden, von ihrem Baseballschläger. Bei B ist es natürlich auch extrem offensichtlich. B heißt einfach Biene auf Englisch. Und sie, ja, hat ja eine Biene, die mit ihr herumwandert und ihre Attacke eben auch. Nur haben sie eben das A zu einem, ja, also sie haben das E zu einem A verändert bei ihr. Nani ist auch sehr einfach, Leute. Und zwar bedeutet Nani einfach Nanny. Und Nanny ist sowas wie eine Tagesmutter, die sich um ein Kind kümmert. Also eine, ja, eine Nanny einfach sozusagen. Und ihr wisst ja auch, dass Nani sich um Piep kümmert, um ihren kleinen Helfer sozusagen. Und ja, daher der Name. Als nächstes kommen wir zu Edgar. Und zwar hat Edgar sogar auch eine Bedeutung. Und zwar bedeutet es Edgy Teenager. Also im Prinzip, edgy heißt sowas wie, ja, anstößig oder halt, ne, aufmüpfig, sowas in der Art. Und man sieht, also EDG schon mal von edgy und, ja, das Gar sozusagen von Teenager, also edgy Teenager im Prinzip einfach. Als nächstes haben wir Griff, Leute, und zwar kommt der Name Griff von dem Begriff Grifter.
Grifter bedeutet sowas wie der Gauner oder der Schwindler, weil ja Griff eben jedem das Geld aus der Tasche ziehen will und deswegen ist sein Name Griff. Kommen wir jetzt zu Grom, Freunde. Grom ist ein russischer Begriff und bedeutet übersetzt auf Deutsch eben Donner. Und Donner ist ja sehr laut, Leute. Seine Attacke ist ja eben ein Walkie-Talkie, was laute Geräusche von sich gibt und damit den Gegnern Schaden zufügt. Deswegen von dem lauten Geräusch eben Donner. Kommen wir jetzt nichts zu Bonnie. Bonnie hat ja ihre Attacke mit ihrem, hier sehen wir es auch gerade, mit ihrer Kanone. Die Kanone heißt ja Clyde. Und ihr solltet alle Bonnie und Clyde kennen. Daher kommt natürlich ihr Name auch. Das war ein sehr, sehr berühmtes Gaunerpärchen sozusagen. Also ein Verbrecherpärchen, was in der Geschichte sehr, sehr bekannt ist. Und danach wurde sie benannt. Kommen wir als nächstes zu Mortis, Leute. Mortis bedeutet so viel wie der Tod auf Lateinisch, weil, ja, Mortis ist ja ein Sensenmann. Und ihr seht ja hier auch mal einen Sensenmann eingeblendet. Da gibt es natürlich eine gewisse Ähnlichkeit. Und ja, so ist eben der Name entstanden. Der Name Tara kommt von den Tarot Cards, was so viel bedeutet wie Karten, in denen man die Zukunft von jemandem lesen kann, von diesen Wahrsagern. Ihr kennt das vielleicht, Leute. Es gibt so Wahrsager und die legen dann Karten für euch. Und wollen euch eure Zukunft dann damit irgendwie aufzeigen. Und das sind Tarot Cards. Und daher kommt eben der Name. So, Leute, Genie ist natürlich auch relativ offensichtlich. Und zwar kommt Genie eben von dem, ja, Djinn oder dem Genie, den man aus einer Lampe beschwören kann, sozusagen. Also ein Flaschengeist, sozusagen. Auch hier haben sie einfach nur einen Buchstaben weggelassen und so ist der Name entstanden. Max kommt übrigens von dem Begriff Maximum, was so viel bedeutet wie, ja, das Maximale an Geschwindigkeit, ne? So kam der Name Max tatsächlich. Als nächstes haben wir hier Mr. P, Leute. Und bei Mr. P ist es ziemlich offensichtlich, Mister, weil er ja ein Hotelchef ist und das P steht für Pinguin natürlich, ne? Weil er ist ja ein Pinguin, also im Prinzip einfach Mr. Pinguin. Kommen wir als nächstes zu Sprout. Und Sprout bedeutet einfach auf Deutsch übersetzt sprießen. Also im Prinzip, wenn Pflanzen aus dem Boden sprießen, das ist ja genau das, was Sprout sozusagen mit seiner Attacke auch macht und mit seiner Ulti. Er lässt Pflanzen aus dem Boden sprießen. So, Leute, wir kommen zu Byron. Bei Byron ist es ein bisschen komplizierter, warum er so heißt. Hört auf jeden Fall kurz zu. Byron kommt von Lord Byron. Lord Byron ist ein englischer Poet quasi. Und dieser englische Poet hat Mary Shelley dazu inspiriert, ein Buch zu schreiben, und zwar eben Frankenstein. Und das Monster in Frankenstein wurde ja zum Leben erweckt sozusagen. Und Byron hat quasi ja auch seine Zaubertränke und kann auch Dinge zum Leben erwecken mit dem Heal. Und das ist tatsächlich so die Referenz. Dann kommen wir auf jeden Fall als nächstes zu Squeak. Hier ist es ziemlich lustig. Und zwar bedeutet Squeaky auf Deutsch übersetzt quietschend. Und was macht Squeak? Er quietscht die ganze Zeit rum und nervt einfach nur komplett, Alter. Als nächstes kommen wir zu Gray. Gray heißt eben übersetzt grau. Und was ist Gray? Er ist grau. Ja, wow. Das war's wirklich mal komplett. Spike ist natürlich auch ziemlich einfach zu erklären, Leute. Und zwar ist eben, ja, Spike sehr stachelig und hat Stacheln, also Spikes, ne, übersetzt. Und das eben, weil er ein Kaktus ist. Dann haben wir als nächstes Crow. Also bei Crow ist es so das Allereinfachste von allen Brawlern so ziemlich. Crow bedeutet einfach auf Deutsch übersetzt Krähe. Und ihr seht hier ja mal ein Bild von einer Krähe auch eingeblendet. Bei Leon ist es auch ziemlich offensichtlich. Leon kann sich ja unsichtbar machen und hat ein Chamäleon-Outfit. Und ihr seht schon bei dem Wort Chamäleon, dass am Ende Leon eben steht. Und so ist einfach sein Name entstanden. Sandy ist auch ziemlich einfach erklärt. Und zwar wirft Sandy ja mit Sand, also mit Sand. Und ja, dementsprechend einfach ein Y hinzugefügt, ist gleich Sandy. Wir kommen als nächstes zu Amber, Freunde. Amber bedeutet tatsächlich direkt übersetzt Bernstein oder auch Gelb. Und Gelb ist ja auch der ganze Brawler. Und es geht ja um Feuer. Und tatsächlich kommt Amber von der Bedeutung her Gelb, Feuer und so weiter. Meg kommt tatsächlich von ihrem Roboter. Ihr Roboter heißt eben Meg, also M-E-C-H. Und das bedeutet so viel wie mechanischer Anzug oder mechanischer Roboter. Und sie haben einfach das CH mit einem G getauscht. Chester ist auch ziemlich einfach erklärt. Und zwar kommt Chester von dem Begriff Jester, also einfach mit einem J am Anfang. Und das bedeutet übersetzt Hofnarr oder Hofnärrin. Und das ist sozusagen, im Mittelalter
gab es immer bei jedem Hof sozusagen diese Hofnarren, die zur Belustigung von diesen Königen gedient haben. Also die sollten einfach alle belustigen. Und so, heißt es einfach Chester im Prinzip. Gale ist auch sehr interessant, Leute. Und zwar ist Gale auf Englisch ein starker Wind übersetzt. Also so eine Art Sturm. Und was macht Gale mit seiner Attacke und mit seiner Ulti? Er schießt einen starken Wind auf jeden Fall. Und ja, daher sein Name. Als nächstes haben wir Surge, Leute. Und der Begriff Surge kommt tatsächlich auch aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Anstieg. Also, ja, was macht Surge mit seiner Ulti? Er tut sich upgraden, also er steigt an auf eine höhere Stufe. Surge ist gleich Anstieg. Also Leute, Collect kommt tatsächlich von dem Begriff Collect, was auf Englisch übersetzt sammeln heißt. Und ja, Collect sammelt ja in ihrem Büchlein eben Dinge von anderen Brawlern. Sie ist ja regelrecht verrückt nach Brawlern, zum Beispiel wie auch Spike und so. Genau, sie sammelt irgendwie Bilder von Brawlern oder auch Unterschriften von Brawlern und deshalb ihr Name. Lou ist tatsächlich ein Name, der von dem Begriff Igloo kommt. Igloo kennt ihr ja alle, das ist so eine Art Schneeunterschlupf, ne, für jemanden. Und weil er eben bei seiner Attacke auch Schnee bzw. Eis schießt, ist das einfach eine, ja, Referenz dazu. Als nächstes haben wir Ruffs, Leute. Und der Begriff Ruff bedeutet tatsächlich übersetzt sowas wie ein kurzes Bellen, um Hallo zu sagen. Ja, also das ist tatsächlich, also einfach im Prinzip von dem Begriff Bellen. Als nächstes haben wir Bell. Und Bell ist tatsächlich nach einer berühmten Person benannt. Und zwar nach einer Verbrecherin, die Bell Star hieß. Also wirklich auch wie der Star Park, ne? S-T-A-R-R. Bell Star ist einfach eine berühmte Verbrecherin, die Raubüberfälle zum Beispiel auch begangen hat. Und das macht ja Bell eben auch. Sie raubt Banken aus. Wir kommen als nächstes zu Buzz, Freunde. Hier war es extrem schwer, eine richtige Bedeutung von seinem Namen herauszufinden. Buzz bedeutet übersetzt auf Deutsch sowas wie summen oder schwirren oder flüstern. Ich glaube auf jeden Fall, dass Buzz, dass seine Geräusche damit gemeint sind, die er macht, wenn er eben an sich, also einen Gegner ranzieht und attackiert, ne? Da macht er ja einen ganz komischen Sound und das ist wahrscheinlich einfach seine Bedeutung von dem Namen eben. So Leute, und bei Ash ist es ziemlich einfach. Ash ist ja eine Mülltonne und Müll bedeutet auf Englisch Trash. Und die letzten drei Buchstaben ergeben sozusagen seinen Namen. So Leute, und der Begriff Lola kommt tatsächlich davon, Lola bedeutet auf Deutsch übersetzt aus dem Spanischen Sorgen, also sich Sorgen machen. Und das ist ja quasi das, was Lola eben nicht tut. Also sie macht sich keine Sorgen, sie ist extrem überzeugt von sich selbst, hat ein riesiges Ego als Schauspielerin. Und ja, weil sie sich eben gar keine Sorgen macht, ist der Name so entstanden. Bei Fang kommt sein Name tatsächlich aus dem Chinesischen. Und zwar ist es eben so, dass Fang, ja, zu releasen, also im Chinesischen heißt, also zu veröffentlichen. Und weil er ja im Kino arbeitet, Leute, ist das quasi eine Bedeutung dafür, dass der Film neu rauskommt, neu released wird. Und daher sein Name. Also es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Bei Eve ist es tatsächlich auch schwierig gewesen rauszufinden, aber Eve kommt tatsächlich von dem Begriff Mutter. Also Eve Mother. Eve Mutter heißt so viel wie die Mutter der Erde, die Mutter aller lebenden Wesen. Und weil Eve ja auch eine Mutter von ihren von ihren kleinen Kindern ist und sich da um die so sorgt, ist der Name daher entstanden. Janet kommt tatsächlich von dem Begriff Jet, weil sie ja ein Jetpack hat. Also das ist auch relativ einfach. Da haben sie einfach nur zwei Buchstaben hinzugefügt und so ist ihr Name entstanden. Der Name Otis ist tatsächlich auch sehr interessant, Leute, denn tatsächlich heißt der Name Octopus Artist. Also er ist ja ein Künstler und dann noch das Octopus dazu, also sozusagen ein Octopus-Künstler. Dementsprechend, ist sein Name so zusammengesetzt worden. Sam ist tatsächlich genau wie Bell, ein berühmter Verbrecher gewesen, namens Samuel. Genau, Leute, also wie gesagt, Sam kommt von Samuel Star und ist im Prinzip, verwandt mit Bell Star. Buster ist ja auch jemand, der im Kino arbeitet und einen Kinoprojektor hat. Und Buster kommt einfach von dem Begriff Blockbuster. Dieser Begriff, den kennt ihr alle wahrscheinlich, heißt so viel wie ein enorm krasser Film, ein richtig heftiger Film. Und Mandy, der letzte Brawler, Leute, kommt von dem Begriff Candy, weil sie eben Süßigkeiten hat. Und wenn ihr hier klickt, erfahrt ihr, warum der Trophäenpfad bald aus Brawl Stars gelöscht werden könnte.